Jetzt sind wir auch live bei YouTube. Jetzt sieht man uns beide. Mein Gott, Technik 2024. Dafür sind wir live und machen das auch erst das zweite Mal heute. Herzlich willkommen, Herr Brandt. Frohe Ostern. Frohe Ostern wünsche ich euch allen. Und ich sag mal so, wir fangen den Abend mal gut an. Ich habe mir hier ein extra großes Kügelchen Lindor besorgt. Jeder von euch kennt das. Das ist diese feine Schokolade mit dieser Cremefüllung drin. Und das ist für mich der einzige Grund, wirklich Ostern zu feiern. Okay. Der eine oder andere wird genagelt und ich kriege ein Lindor. Mehr geht nicht. Sehr schön. Mhm. Übrigens, Grüße hier aus der Schweiz an Sandra. Guckt uns aus der Schweiz zu. Herzliche Grüße zurück. Wir versuchen heute ein bisschen mehr. Das war so ein mini kleiner Kritikpunkt, dass wir zu wenig auf den Chat eingegangen sind. Das machen wir heute ein bisschen öfter. Wichtig aber nochmal an alle, aber das ist, glaube ich, klar, das müssen wir gar nicht groß erwähnen. Wir gehen hier respektvoll miteinander um, dürfen gerne kritisch kommentieren und unsere Meinung äußern, aber immer oberhalb der Gürtellinie. Und hier wird keiner gelöscht, der was Kritisches sagt. Es soll ja so YouTube-Kanäle geben, wo sofort jemand gelöscht wird. Das soll es geben. Okay, unglaublich. Vor allem gibt es da denn irgendwelche Moderatoren, die auf einmal schwuppdiwupp, ohne dass derjenige, der selber streamt, mitkriegt, dass da Kommentare gelöscht wurden. Also das ist ja unglaublich, ist das. So, an euch auch nochmal einen schönen Ostersonntag. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Und ich darf an dieser Stelle erwähnen, wir haben in den letzten Tagen insgesamt 4 Kanalmitglieder dazu bekommen. Und zwar habe ich das gar nicht mitbekommen, sondern durch Zufall irgendwie gesehen. Und da habe ich mir gedacht, muss ich natürlich für alle Kanalmitglieder und die, die es werden möchten, könnt ihr hier auch machen. Ist eigentlich letztendlich nur da, wenn ihr sagt, ihr möchtet uns ein bisschen unterstützen, da könnt ihr das gerne tun. Aber für alle Kanalmitglieder werden wir jetzt natürlich so einen kleinen Bonus bieten. Und zwar werden wir die Interviews, die wir in den nächsten Tagen machen, wir haben ja so ein paar Reality-Insider, die wir hier interviewen werden, der Boris und ich. Diese Interviews werden wir jeweils für Kanalmitglieder 24 Stunden vorher freischalten. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, 24 Stunden vorher euch diese Interviews schon anzuschauen. Genau, das soll genug Werbung sein. Mehr wollen wir da nicht zu sagen. Wie war bisher dein Ostersonntag? Ich habe das Gefühl, du verbringst mittlerweile mehr Zeit mit mir als mit deiner Frau. Ist das so? Ja, das macht mir Sorge. Da wir beide noch angezogen sind, hält sich die Sorge in Grenzen. Aber grundsätzlich mal ist das so heute. Aber so ist es dann eben manchmal. Dafür haben wir morgen ja voneinander frei. So schaut's aus, genau. Und an sich geht's dann ja los. Und wir wollen ja, also wir werden gleich erstmal über ein, zwei andere Themen noch sprechen. Man hat uns nämlich auch in den Kommentaren geschrieben, dieses oder jedes Thema wäre nochmal ganz interessant für uns. Wir wollen ja nicht eine ganze Stunde nur über unseren Lieblings-YouTuber sprechen. Das machen wir natürlich auch noch. Aber erstmal nicht. Denn zum Beispiel war ein großes Thema, Stefan Raab kommt zurück in die Medien. Hat er denn jetzt seine 9 Millionen Follower erreicht? Ich glaube nicht. Nein, 2,7 glaube ich 2,7, oder so. Okay. Die Geschichte ist auch, man muss jetzt wissen, der Stefan und vor allen Dingen auch der Kollege, mit dem er zusammen diese neue Firma macht, der ehemalige Chef von ProSieben, die wollen natürlich auch Aufmerksamkeit haben für das, was sie tun. Sie haben sich patentrechtlich einiges sichern lassen. Kann man auch nachlesen nochmal in den entsprechenden Medien. Und da geht es darum, dass sie zum Beispiel sie möchten gerne Musik machen, sie möchten gerne, keine Ahnung, Klamotten verkaufen, sie möchten also Merchandising machen, sie möchten gerne Fernsehshows entwickeln und Radioshows entwickeln und Multimedia-Shows entwickeln und sie möchten alles Mögliche machen und diese ganzen Sachen haben sie mal eingetragen und dann gibt es diesen kleinen Clip, wo Elton ihn angeblich besucht an einem See, wo er auf einem See ist und dann sagt er bis zum 1. April, 9 Millionen Follower und dann würde er irgendwas machen. Das ist illusorisch natürlich, aber immerhin hat es von 200, ich glaube 30.000, die er vorher hatte, auf 2,7 Millionen gereicht und das zeigt, so effizient möchte ich auch mal meine Beliebtheit steigern. Da habe ich großen Respekt vor. Sehr anständig gemacht. Auch eine schöne Promo-Aktion, muss man sagen. Und ich finde, selbst das Video finde ich toll gemacht. Handwerklich ganz toll gemacht, oder? Ja, also sweet, genau. Ja. Genau. Und genau, es hat irgendwie, ist das korrekt, das konnte ich ja nachlesen, irgendwie mit der EM, mit der EM-Aktivität für RTL im Sommer zu tun, irgendwie, dass man da nochmal ein bisschen Werbung also, bringen wollte? Tatsächlich, man muss jetzt auch sagen, also ich bin kein Insider, ich kenne keine Insider, ich kümmere mich auch ehrlich gesagt gar nicht drum, ich konsumiere das einfach, gucke mir das an, ich kenne alle Beteiligten und weiß, was so der Hintergrund so ein bisschen ist, aber grundsätzlich mal, sicher hat das auch damit zu tun, sicher, also irgendwie so richtig ruhig zu Hause sitzen kann der Stefan auch nicht, und obwohl er genug zu tun hat mit Familie, Flugzeug und Schiff, aber ja, mal gucken, was da passiert, er möchte ja nicht vor die Kamera, sondern möchte hinter Kamera irgendwas machen,
Mal gucken. Okay, ich sehe gerade, mein Ton wäre zu leise. Dann werde ich mal ein bisschen lauter sprechen und gucken, ob ich mich ein bisschen nachregulieren kann. Liebe Grüße nach Freiburg, genau, an den Daniel. Ihr könnt da sonst gerne mal reinschreiben, wo ihr uns überall, woher ihr uns zuschaut. Kommt ihr alle aus Deutschland, seid ihr im Urlaub, Osterurlaub vielleicht unterwegs oder wohnt irgendwo anders? Teilt uns das doch mal gerne mit. Das würde mich mal interessieren. Ja, ich würde auch Berliner. übrigens gerne fragen, ob denn der Saniel Jakimowski mit dabei ist. Ich würde gerne mit Saniel Jakimowski würde ich gerne mal sprechen. Okay, wer ist das? Ja, mein Freund, ich bin informiert. Ich habe Kinder im besten Alter. Ah, okay. Und Oh, es ist jemand. guck mal in den Chat. Hier schreiben Sie alle rein, woher Sie kommen. Heidelberg, Schweiz, Wuppertal, Bremen, Westerwald, Euskirchen, Mainz, Allgäu, Plau am See, Herrlich. Nürnberg. Ja, sehr schön. Vom Gardasee. Oh, am Gardasee. Ja. Wollte ich auch immer mal hin, aber irgendwie, obwohl das hier gar nicht weit weg ist, hat sich aber bis dato auch nicht ergeben. Österreich, Tirol, Lichtenfels. Lichtenfels, erinnert mich immer, hat nicht immer auch Thomas Gottschalk im Wetten, dass gesagt, liebe Grüße Deutschland, Österreich, Schweiz, auch nach Lichtenfels? Ne, Lichtenstein hat er gesagt, ne? Zwei Lichtenstein, würde ich sagen, Lichtenstein, ja. ja. Ach. Luxemburg und Lichtenstein. So schaut's aus. Ja, das Thema Raab haben wir somit, hat er werbewirksam umgesetzt. Wird er denn morgen, wird es eine Story geben, in der er sagt, April, April, so war es gar nicht, wie ihr alle geglaubt habt, oder? Wir werden sehen. Wir werden sehen. Gab es sonst medial irgendwie ein Thema die Woche, was dich beschäftigt hat? Ja, also deswegen hatte ich eben Saniel Jakimowski angesprochen. Ja. Das ist ja ein Bruder im Geiste von uns sozusagen. Genau wie der Kollege, mit dem wir heute Morgen gesprochen haben. Und mit dem müssen wir unbedingt nochmal kommunizieren. Das ist ein wirklich feiner Kerl. Und meine Tochter ist großer Fan und die kennt ihn schon, als er noch nach dem Motto 12 Follower hatte. Heute hat er, glaube ich, 115.000 oder irgendwie Okay, sowas. oh ja, da sind wir noch ein bisschen von entfernt, wo ich auch das ganz lustig finde, seitdem wir unseren Lieblings-YouTuber ja besprochen haben, das ist heute übrigens 2 Wochen her, das ist unser erstes Video zu dem Thema online ging es heute 2 Wochen her. Und seitdem haben über 700 Menschen den Weg zu uns neu gefunden. Und ja, alleine schon, egal wie viele Leute das gucken, das Video, ja, da freut es mich, dass wir da 3, 4, 5.000 Aufrufe haben. Das ist super. Aber wie viele Menschen uns kommentieren, da sind teilweise 300, 400 Kommentare unter einem Video. Und trotzdem sind sie im Regelfall alle respektvoll. Natürlich sagen sie, üben sie Kritik und sagen irgendwie, das passt mir nicht oder der triggert mich oder der nervt mich und so weiter. Aber trotzdem geht man respektvoll miteinander um und das ist doch wunderbar, dass wir eine Gesprächskultur hier auch haben, mit der man umgehen kann. Ja, dazu müssen wir aber eins müssen wir auch anmerken. Ihr solltet Kommentare löschen, schreibt jemand. Wir sollten mal anmerken, dass natürlich das jetzt mehr oder minder self-fulfilling prophecy geworden ist, weil dieser wilde, ungestüme junge Mann, der mit seinem Kühlschrank und seinen Lichtleuchten allein in der Bude ist, der hat ja gesagt, dass wir das alles nur machen, um mehr Follower zu kriegen. Jetzt kriegen wir tatsächlich mehr Follower. Er hat Ich also auch möchte noch nur mal. recht. Er hat auch noch Ich recht. möchte Ich möchte deutlich nochmal sagen, das habe ich nicht gewollt. Also ich habe es nicht gewollt und ich glaube, du hast es auch nicht gewollt. Du bist ja nur der Mann, der so tut, als wäre er Journalist. Ich Genau. bin wenigstens in Wikipedia. So. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das haben wir nicht gewollt und ich schwöre beim Leben meiner Kinder, ich habe nie im Leben daran gedacht, mich durch irgendjemand an Followern zu bereichern, zumal ich, und das hat er ja 742 Mal kritisch angemerkt, ich habe nicht meinen YouTube-Kanal. Das heißt, ich habe einen, der heißt Bitteschön. Und da sind, glaube ich, zwei Videos drauf. Eins zum Thema Hausbau und eins hat irgendwas zu tun mit, ich weiß nicht mehr was. Ich habe mich darum nie gekümmert, aber jetzt, ja, jetzt, liebe Freunde, wo es Menschen gibt, die mir anscheinend gerne zuhören, werde ich natürlich auch einen vernünftigen YouTube-Kanal machen. Aber ich habe definitiv niemals, nie daran gedacht und ich habe auch viel zu viele andere Sachen zu tun, als dass ich YouTube-Kanäle machen will. Aber jetzt schwöre ich. Ich mache einen, ich denke mir was aus, ich mache Ach. jetzt auch einen YouTube-Kanal, damit diese Prophezeiung von ihm sich sozusagen erfüllt und dass er eines Tages sagen kann, der Grund für diese Karriere von diesem verdammten Boris Brandt, der in Wikipedia steht, bin ich. Muss ich also damit rechnen, dass du demnächst mir meine Follower wegnimmst, indem du eigenen Content machst und Ja, pass sozusagen. auf. Ja, und das ist nämlich dieser Irrtum wiederum. Da wiederum liegt er immer falsch. Also Follower, die.
einem folgen, aber auch jemand anders folgen, weil es ist ja nicht so, dass man Follower wegnehmen kann, sondern ich sag mal so, wenn jemand Oasis mochte, ja, um mal in alten Rockbands zu sprechen, dann kann er Liam Gallagher und Noel Gallagher auch noch folgen und kann diese drei Sachen machen. Das ist ganz verrückt, aber man kann mehreren folgen und es ist nicht so, dass Follower, dass man sich gegenseitig Follower wegnimmt. Das Ja, ist nicht das so. stimmt. Allerdings und auch seine Unterstellung, dass sie ja, wenn er nicht mehr Thema ist, sie alle wieder verschwinden von unserem Kanal, das wage ich zu bezweifeln. Zumindest lese ich immer wieder, dass auch der restliche Content interessant ist für die Menschen, die hergekommen sind. Also am Ende war es doch eine Win-Win-Situation und ich verstehe auch gar nicht, warum er, und das, auch wenn das jetzt ein bisschen negativ klingt, ich habe gerade gelesen im Chat, bevor wir angefangen haben, da haben sich die ersten Menschen schon hier eingefunden. Ich bin immer noch zu leise, okay? Ich gucke, dass ich das irgendwie hinbekomme, obwohl der Ausschlag eigentlich ganz, ganz Man muss gut jetzt ist. ganz ehrlich sagen, ein Mensch mit pseudojournalistischem Hintergrund arbeitet ja auch im Verborgenen, deswegen ist der wahrscheinlich von Haus aus leise. Ja. Das wird YouTube selber so regeln. Ich dagegen bin, keine Ahnung, ein alter weißer Mann, Vollproll, der hier in der Gegend rumlabert, der wird natürlich lauter gedreht, klar. Genau. Ich kann ja sonst mal gucken, dass ich den Menschen, der hier für die Technik im Hintergrund zuständig ist, den mal kurz noch an. Auf jeden Fall, genau, hat jemand im Vorfeld geschrieben gehabt, hier bei euch gibt es wenigstens was zu lachen, auf dem anderen Kanal wird ja nur gemeckert und gejammert. Und das ist doch der Punkt. Also warum immer negativen Content? Ich finde nicht, dass wir ausschließlich negativen Content bedienen. Ja, also das ist eine alte Presseweisheit, ne? Positive Nachrichten verkaufen sich nicht so gut wie negative, das ist das eine. Wobei negativ sagt man, glaube ich, gar nicht mehr heute, oder? Wie heißt das heute eigentlich? Weiß ich gar nicht, egal. Auf jeden Fall, also Nachrichten, die gut sind, gehen nicht so gut wie Nachrichten, die schlecht sind. Und wenn man, glaube ich, selber etwas, also sag mal so, wenn es darum geht, also wenn, wie soll ich es jetzt formulieren, ohne dass ich wieder Ärger kriege, wenn es darum geht, Empathie bei anderen Menschen zu erzeugen. Klingt es wie Mitleid zu erzeugen bei anderen? Ja, ne? Egal, habe ich nicht gemeint. Also Empathie bei anderen Menschen hervorzurufen, dann ist es besser, sich selbst im Elend zu schildern, als zu sagen, ich bin der Geilste und mir geht's gut. Das muss man sagen, wenn die Intention das ist, sozusagen andere emotional für sich zu gewinnen und sie vielleicht emotional abhängig zu machen. Wir hatten ja ein Gespräch mit einem Experten, der gesagt hat, hier geht es dann auch ganz oft um Dominanz und Gefühle und alles das. Und wenn jemand sowas macht immer, dann ist es schon besser, negative Nachrichten zu verbreiten. Das ist so. Ja, und wenn man mal Segelschützen. bedenkt, dass diese Reality-Formate allein in ihren Teasern am Anfang ja eigentlich immer die Streitereien zeigen, ja, dass einfach immer was los ist, eigentlich was Negatives immer los ist. Das ist das, woran sich, glaube ich, der normale Zuschauer gewöhnt hat irgendwie, oder? Also, dass es immer Nee, erst. nee, das ist eine goldene Fernsehregel. Die goldene Fernsehregel geht wie folgt. Je mehr draußen sozusagen im Land die Situation scheiße ist, desto mehr wollen die Leute eigentlich sehen, zwei Sachen. Entweder, dass es anderen Leuten noch schlechter geht als einem selbst, oder eben zweitens, Harmonie, Liebe und Kätzchen, Tierfilme, irgendwas in der Art. Okay. Und ja, das so ist es. Okay, also jetzt haben drei, vier Leute geschrieben, sie verstehen mich gut, dann gehe ich da mal voll aus, dass es jetzt soweit passt. Ja. Schreibt hier zum Beispiel Diana, ihr seid klasse, sehr unterhaltsam, authentisch. Dann schreibt Daniela, ihr seid super. Ich habe heute auch wieder in den Kommentaren gelesen, ich falle vor Lachen vom Sofa, mir tut der Bauch schon weh vor Lachen, wenn ich eure Kommentare höre. Und das ist ja am Ende was Positives. Wenn wir euch ein Lächeln aufs Gesicht zaubern, ist das doch super. Das Also. mache ich mein ganzes Leben. Ich probiere nur, andere Menschen glücklich zu machen. Das ist mein Beruf. Da habe ich echt Glück gehabt. Okay, ja, okay. Ja, wie gesagt, wir können ja mal gucken, ob wir noch ein, zwei Themen. Ihr könnt ja auch gerne mal in den Chat schreiben. Welche Themen bewegen euch gerade? Ich würde mal sagen, so bis um halb kümmern wir uns noch um andere Themen und danach, um den Spannungsbogen zu erhöhen, werden wir uns langsam mit unserem Lieblings-YouTuber ein bisschen beschäftigen. Wenn ihr noch andere Themen habt, dann immer her damit. Hier schreibt noch C.T. Ihr habt so einen trockenen Humor. Das Ding ist, wobei ich immer das Gefühl hatte, wenn ich mir die Videos, ich gucke mir auch die Videos von uns im Nachhinein nochmal an, wenn sie hochgeladen sind, um selber mich zu reflektieren, zu gucken, kritisch mit mir umzugehen. Und ich finde ja durchaus, was Schlagfertigkeit angeht, da bist du mir einiges voraus. Das mag aber an einfach deinen Tätigkeiten in den Medien liegen, dass du einfach, glaube ich, über die Jahrzehnte gelernt hast, gewissen blöden Kommentaren schnell einen hinten dran zu drücken, oder? Also das. Ich habe aber ehrlich gesagt nie kommentiert. Ich bin einfach, wie ich bin. Ich bin schon immer so. Also es tut mir auch leid. Das ist ja, irgendjemand hat neulich gesagt, hier, ob ich jetzt
ob ich jetzt selber meine Sendung machen würde oder moderieren würde. Ich bin gar kein Moderator. Ich bin kein Journalist, kein Moderator, kein, muss man auch sagen, kein Virologe. Ich bin nicht mal Flüchtlingsexperte, kein Klimaexperte. Aber, und das ist, glaube ich, mein Nachteil in der heutigen Welt, ich verfüge über eine gewisse Portion gesunden Menschenverstand und jetzt kommt's und ich kann lesen. Ja, das ist, also ich mache es manchmal so, wenn es da um das Thema, um eines dieser Streitthemen geht, wo sich die Menschen zerfetzen, die alle keine Ahnung haben, weder links noch rechts. Dann lese ich die Sachen alle, die es gibt. Und ich bin so verrückt, so bin ich aufgewachsen, dass ich gerne auch mal beide Seiten lese. Also ich lese auch Sachen, die mir selber nicht gut gefallen oder die ich selber, deren Meinung ich nicht teile, ja, damit ich wenigstens weiß, warum die anderen eine andere Meinung haben. Das ist eine ganz verrückte Haltung, die es heute nicht mehr so richtig gibt. Heute ist ja besser, man googelt das, was einem gefällt, dann liest man das, was einem gefällt und dann haut man das den Leuten, die einem nicht gefallen, um die Ohren. Und da bin ich eben nicht mit dabei. Und das Gleiche ist ja mit solchen Reality-Geschichten. Ich gucke mir das an und dann denke ich irgendwie nach und dann denke ich schon mal über den einen oder anderen, mein Freund, du hast einen an der Waffel. Das passiert dann und dann lache ich darüber und sag lustige Sachen. Ja, Sam hat gerade geschrieben, vor allem respektvoller Humor. Und das finde ich total schönen Satz, respektvoller Humor. Ja, Und stimmt. das geht. Das geht, das Ja. funktioniert. Wobei Und man, ich darf mal bitte meinen Lieblingssatz hier zitieren. Und zwar, ich möchte nochmal sagen, man darf auch über die Grenzen gehen, man darf auch unter die Gürtellinie gehen, man darf eigentlich ehrlich gesagt beim Humor und bei Comedy und bei Kabarett darf man eigentlich alles, solange man reinen Herzens ist. Ich glaube, jemand, der im Herz kein Rassist ist, darf auch Witze über farbige, keine Ahnung, Migrationshintergründler, Behinderte, sonst was machen. Jemand, der hier im Herzen rein ist, der darf alles. Man darf über alles lachen. Und ich habe einen Freund aus AIDA-Zeiten, der hat Glasknochenkrankheit, sitzt im Rollstuhl, kann sich also kaum richtig bewegen, ist auch verheiratet mit einer Frau, die ebenfalls die Glasknochenkrankheit hat. Und die beiden haben immer gesagt, wie kann es denn sein, dass dieser Comedian bei AIDA, ne, dieser Kay Ray, der steht auf der Bühne und der macht über jeden und alles Witze, über die Dicken und über die Homosexuellen, über alles, ja. Wieso eigentlich nicht über Behinderte? Es ist ungerecht. Wir fühlen uns ausgegrenzt. Und das war für mich so ein Beispiel also die sind wirklich unmittelbar extrem betroffen. Die verbringen ihr Leben praktisch im Rollstuhl, haben ständig irgendwelche OPs und sowas alles und sind trotzdem richtig geile Menschen, zwei richtig tolle Menschen. Und die wollen auch, dass man über sie lacht. Und dann hat sich der Comedian Kay Ray auch mal einen lustigen Rolliwitz ausgedacht, beziehungsweise sich den irgendwo hergeholt. Und das haben die richtig gefeiert. Und andere Leute, die nicht behindert sind, die nichts damit zu tun haben, die nicht mal bei der Show dabei waren, haben dann gesagt, wie kann das denn sein? Der macht Witze über Behinderte. Ja, genau das ist es. Richtig zuhören, das verstehen, wie es ist. Wenn man reinen Herzens ist, darf man über alles und jeden und immer lachen. So schaut's aus. Tanja hat geschrieben, Boris, ich habe mir wegen dir jetzt The Gentleman angeschaut. Welche Rolle fandest du am besten? Ehrlich gesagt finde ich, dass diese beiden, das Heldenpärchen, finde ich einfach sensationell besetzt, aber ich mag auch unglaublich die, Achtung, darf man nicht mehr sagen, Zigeuner. Ich finde die alle großartig besetzt. Ich finde auch den Pastor im Hintergrund großartig. Es ist für mich die Serie mit den wirklich spektakulärsten Rollen, mit den spektakulärsten Ausstattungen, mit den großartigsten Bildern. Und das hat mir wirklich viel Spaß gemacht und es freut mich, wenn ihr das auch guckt. Und das heißt, du musst, wenn du dich entscheiden müsstest, Schwiegertochter gesucht mit Angela Fingererben oder The Gentleman? Dann gucke ich auch dreimal The Gentleman. Aber natürlich, also jetzt aus rein Recherchegründen. Und um mit dir darüber dann zu lachen, gucke ich auch Schwiegertochter gesucht, aber mit einer völlig anderen Art und Weise. Das eine ist wie ein Formel-1-Rennen gucken, ja, das ist The Gentleman. Und das andere ist wie einen Unfall angucken beim Vorbeifahren. So. Genau. Und ich habe übrigens, und wenn eines irgendwie die ganze Sache mit unserem Lieblings-YouTuber, wenn ich eine Sache total positiv sehe, dann, dass ich viele verschiedene Menschen jetzt in den letzten 2 Wochen kennengelernt habe, mit denen ich mich ausgetauscht habe, mit denen ich teilweise telefoniert habe gestern. Und da gehen mal ganz liebe Grüße raus, zum Beispiel an die drei, die das auch kommentieren auf YouTube auf ihren eigenen Kanälen. Das ist einmal die Yvonne. Dann ist das der Michael und dann ist das der Roman unter anderem. Und ich sag mal so, die drei werden in den nächsten Tagen noch sehr wichtig auf unserem Kanal, denn es kann sein, dass da das ein oder andere Interview erscheint. Und damit haben wir mal so einen kleinen Mini-Spoiler gesetzt. Es war Ja, und nämlich den das. Saniel wollen wir bitte da hinzufügen. Saniel Jakimowski, Ja. den möchte ich gerne hinzufügen, weil der würde uns auch sicher noch das ein oder andere Positive an Energie reinbringen zu der ganzen Diskussion. Kümmerst du dich da sozusagen um die Kontaktherstellung?
Jo, das mache ich. Gut, sehr schön. Da sind wir auf jeden Fall gespannt. Ansonsten könnt ihr mal gerne in den Chat reinschreiben, wie habt ihr den Ostersonntag bisher verbracht? Habt ihr eine tolle Geschichte erlebt? Vielleicht auch eine total menschliche, dass ihr sagt, ein richtig tolles Erlebnis, was mir zu Herzen gegangen ist heute. Könnt ihr uns ja allen mal erzählen? Dann besprechen wir das sehr gerne mal weiter, bevor wir dann so Richtung halb uns mit unserem Lieblings-YouTuber beschäftigen. Übrigens 300 Zuschauer aktuell bei uns. Herzlich willkommen, schönen guten Abend für alle, die gerade erst dazugekommen sind. Ihr seid im zweiten Brandt und Buttermann live, YouTube live Video sozusagen. Wir machen das also erst zum zweiten Mal hier, deswegen, ne, wenn das alles noch nicht so richtig rutscht und manchmal so ein bisschen stockt, verzeiht uns das, aber am Ende sind wir, wie ihr, ganz normale Leute, die zu Hause sich eine Meinung gebildet haben über einige Formate und tauschen die mit euch gerne ein bisschen aus. So, ich schaue mal gerne. Hast du den Chat eigentlich ein bisschen im Blick oder bist du da? Ist der nicht auch bei dir? Nee, also ich auf diesem Sender, von dem ich aus zu dir übertrage, ist der Chat nicht zu sehen. Ich könnte jetzt den Chat aufmachen, auf meinem Handy sozusagen. Soll ich das tun? Das wäre doch ganz cool, weil dann kannst du hin und wieder, vielleicht entdeckst du ja noch ein Statement, was ich übersehen habe, ja, was du uns alle mal in die Runde werfen kannst. Also das mache ich gerne. Ich bin gerade dabei, für die Freunde der Musik übrigens, ne? Liebe Freunde der Musik, wenn ihr ein bisschen älter seid, obwohl, das muss ja gar nicht sein, wenn ihr tolle Musik entdecken wollt, ne, die es auch bald live gibt in Deutschland und ganz, ganz selten, tatsächlich ganz, ganz selten gibt es diese Musik live, dann ist das The. Und jetzt gibt es Menschen, die werden sofort sagen, ach, wie geil, ja, stimmt, this is the day. So. und die kommen, tatsächlich kommt Matt Johnson, der ein, wie soll man sagen, Menschenphobiker ist und nicht so gerne rausgeht, kommt aber auf Tournee, ist in Berlin, jawohl. Ich werde ihn, glaube ich, in London sehen und in Berlin. Ich habe zweimal Tickets gebucht. Und ja, überhaupt in der nächsten Woche am Donnerstag, so jetzt habe ich es. Am Donnerstag spielt in Berlin ja Liam Gallagher. Ich weiß gar nicht, ob ihr es wusstet. So, jetzt habe ich die Zeit probiert zu überbrücken, die ich eigentlich brauchte. Da habe ich gerade gelesen übrigens, und da kannst du uns ja alle auch so ein bisschen, oder der Rita zumindest ein paar warme Worte mit auf den Weg geben. Rita wurde nämlich heute ein Zahn gezogen. Oh nein. Und du bist, glaube ich, wenn ich das richtig gehört habe, in deinem letzten Podcast auch jemand, der jahrelang durchaus Angst vorm Zahnarzt hatte. 20 Jahre lang habe ich so Angst gehabt vom Zahnarzt, dass ich, wenn ich was hatte an den Zähnen, war es so, dass ich abends ohnmächtig geworden bin vor Angst, wenn ich am nächsten Tag zum Zahnarzt musste. Und meistens waren die Sachen dann weg. Also ich hatte manchmal solche dicke Backen und so. Es war aber dann alles, wenn es zum Zahnarzt ging, hat der Körper so dagegen rebelliert. Das hat damit zu tun, dass ich in meiner Jugend mal von meiner Mutter zum Zahnarzt gebracht wurde. Und ja, da hat man mir erzählt, da passiert nichts. Der guckt nur ein bisschen und der benutzt auch nicht den Haken, sondern nur den Spiegel und so. Und ja, und dann haben mich plötzlich 8 Gummihandschuhhände festgehalten auf diesem Stuhl und haben mir im Mund rumgebohrt mit so einem Keil sozusagen, der mir zwischen die Zähne gelegt worden ist. Und das war so ein schlimmes Erlebnis. Es war so schlimm, dass es gab irgendwann mal einen Film, der hieß Der Marathonmann. Jeder, der den Film kennt, weiß, was das bedeutet. Bitte? Dustin Hoffman? Ja, genau. Ganz, ganz, ganz schlimmer Film. Da gibt es auch eine Zahnarztszene und da musste ich kotzen. Also das ist im Kino gekommen, die Szene, und das hat mich an meine Jugend erinnert. Und ich habe eine totale, wahnwitzig schlimme Zahnarztphobie. Okay. Und dann hat meine Frau hier in Hamburg eine Zahnärztin kennengelernt und hat gesagt, geh doch mal zu der hin. Und ich war schon so weit, dass ich auf Propofol, ich wäre kurz davor gewesen, sozusagen Heroin zu nehmen, damit ich zum Zahnarzt gehen kann. Und naja, diese Zahnärztin hat zu mir gesagt, pass auf, komm doch einfach mal vorbei, du setzt dich in den Stuhl und gehst wieder nach Hause. Da bin ich vorbeigekommen, habe mich echt in den Stuhl gesetzt und sie hat ein bisschen mit mir gesprochen und dann bin ich wieder nach Hause gegangen. Wir waren schweißgebadet. Das nächste Mal, eine Woche später, war ich da, in den Stuhl gesetzt und sie hat nur mit dem Spiegel mal meine Zähne untersucht und hat dann gesagt, weißt du was, das ist echt tippitoppi, alles in Ordnung. Aber es gibt 2, 3 Stellen, die müssen wir machen. Und jetzt lassen wir mal überlegen, wie wir das hinkriegen. Und dann haben wir gesagt, okay, das nächste Mal kommst du wieder. Und dann hat sie gesagt, du kriegst auch keine, wir machen hier nicht irgendwas mit Propofol oder ganz Betäubung oder hin und her, das machen wir alles nicht. Wir machen auch nicht den Quatsch mit Hypnose und den ganzen Blödsinn, sondern du kriegst eine Valium vorab. Dann wartest du hier ein Stündchen und dann probieren wir es einfach mal. Und dann war ich das nächste Mal da, Valium bekommen. Übrigens, Freunde, lasst die Finger von Valium, ist eine geile Droge. Und dann hat sie mir das da so 2 Valium 5, glaube ich, waren das reingepfiffen. Und dann war mir das so relativ angenehm eigentlich. Und dann hat sie mit dem Spiegelchen wieder geguckt und hat gesagt, komm, ich gebe da jetzt mal eine Spritze rein. Und ich habe gesagt, ja,
Aber darf ich die bitte nicht angucken müssen? Weil wenn ich die Spritze angucke, werde ich sofort ohnmächtig und muss brechen oder sonst was. Dann haben wir das so gemacht, dass ich nichts gesehen habe. Dann war ich betäubt, dann hat sie das Loch da rumgebohrt und so, hat das dicht gemacht. Und dann bin ich nach Hause gegangen und seitdem habe ich Say keine hello Zahnarztkopie to mehr. Das ist wirklich Swapfit, eine unglaublich the tolle e-bike-Subscription. Zahnärztin und ich bin ihr sehr, sehr, sehr dankbar dafür. Okay. Das war meine Zahnarztgeschichte. Ich wollte hier keinen belasten. Es tut mir total leid, dass ich jetzt hier mit meinem persönlichen Quatsch Dental-Junkie, überkomme. schreibt jemand. Ja, also wenn ich, und ich weiß jetzt nicht, ob das passt, vielleicht passt es auch gar nicht, wenn ich irgendwie an einen Film in Verbindung mit einer Zahnarztszene denken muss, dann denke ich an einen Eis am Stiel-Teil. Oha. In der die drei Protagonisten auf dem Stuhl saßen und die Zahnarzthelferin, das war, ich weiß gar nicht, ob man das heute noch sagen darf, das war, oh Gott, darf man geiles Luder noch sagen? Nein, darf man nicht sagen, Nein, nein, das, was du sagen darfst, eine attraktive Frau mit gesunden Rundungen. Ich würde sagen, okay, das darfst du sagen, ja. man darf sie auch nicht Nymphoman nennen. Nymphoman darf man, warte, nee, Nymphoman darf man sagen. Gut, ich glaube, sie war Nymphoman. Auf jeden Fall war es so, dass einer der drei Jungs da irgendwie auf dem Zahnarztstuhl saßen und es gab ein geheimes Zeichen, nämlich wenn man ihr zugezwinkert hat, so ganz auffällig, dann wusste sie, dieser Zahnarztpatient hat Zweideutiges im Sinn, sozusagen. Ja. Und dann kam natürlich irgendwann Zachi Neu an der Reihe, der Arme, der übrigens gerade auf große Büchertournee ist, gerade, der war auch auf der Buchmesse in Leipzig. Und genau, der auch dann gezwinkert hat und die Zahnarzthelferin sich mit ihm da so ein bisschen vergnügt hat. Und dann kam natürlich, wie es so sein sollte, der Chef in die Praxis zurück aus der Mittagspause und hat ihn erstmal verdroschen. Das war jetzt meine kleine Zahnarztgeschichte. Nicht so spektakulär wie deine, aber die fiel mir einfach gerade spontan ein. Tut mir Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Freunde, herzlich willkommen im Zahnarztchat. Wir sprechen hier über eure Schwierigkeiten mit euren Zähnen. Da müsst ihr keine Angst haben, denn ich bin kein Arzt und der andere Typ, der tut so, als wäre er Journalist. Ja, Und er ist nicht ich mal ein tue mal. Zahnarztjournalist, ja? Ich tue. Lasst euch nicht bange machen von uns. Wir sind einfach nur Laberköppe, relativ irrelevant für den Rest der Welt. Und was wir haben wollen, ist, wir wollen ein bisschen Freude bereiten und sagen, ein Stündchen am Abend andere Menschen glücklich machen. Das kann man mit 312 Zuschauern in der Leitung schon mal machen. Ja, Das guck mal. geht. Und siehst du irgendwas im Chat, wo du sagst, hier, das klingt doch. Oh, hier übrigens, Yvonne ist auch da. Yvonne, liebe Grüße, jetzt sehe ich das gerade. Herzlich willkommen. Dankeschön übrigens fürs Teilen des Reels und so weiter der letzten Tage und vielen Dank für die tollen Gespräche, die wir bisher hatten. Und ich darf mal so sagen, ohne dass wir bisher viel verraten, weil wir sollten das noch nicht tun, bevor das alles komplett produziert ist. Aber ich kann mal sagen, die nächsten Tage und die Interviews, die da folgen, könnten so einen kleinen Erdrutsch in der Reality-Szene auslösen, oder was Ja, sagst du? ich muss ganz kurz sagen, Judy Honigbrot, du hast dir ein Lindor verdient, also absolut für den Kommentar, das kann man nicht anders Was sagen. war? Sie hat Erzähl, erzähl. Was hat sie eben gesagt? gerade gesagt, dass sie jetzt dankt, sie hat nochmal recherchiert, die Szene, Zahnarztszene Mhm. vom Marathonmann und jetzt hat sie auch Angst vor dem Ach so, ich Zahnarzt. dachte von Eis am Stiel, schade. Ich höre sogar meine Frau hinten lachen, sehr lustig. Ja. Ach, herrlich. So, wir haben es halb. Wollen wir uns Ja. ganz kurz mal mit unserem Lieblings-YouTuber beschäftigen? Ja, gerne. Er sagt gerne und meint was völlig anderes. Es ist sehr schön. Ich möchte zur Einführung ganz kurz. Er hat ja heute Mittag, und du hast es mit Sicherheit noch nicht gesehen, weil du natürlich andere Dinge im Kopf hast, als dich mit unserem Lieblings-YouTuber zu beschäftigen, hat er das nächste Backstage-Video aus Südafrika hochgeladen. Oh. Und ich habe noch nicht alles geguckt, weil die Videos gehen ja eine Dreiviertelstunde und ich habe, sorry, ich halte das auch am Stück auch nicht eine Dreiviertelstunde durch. Aber ich habe da zumindest mir die ersten 20 Minuten schon mal angeguckt. Und wenn du dich erinnern kannst, großer Spoiler, für alle, die es nicht wissen, können sich das Video von uns von gestern nochmal anschauen. Am Ende haben wir erfahren in seinem letzten Video, dass er die Location wechseln darf. Richtig? Weil er Ja. ja nicht schlafen kann, die Frösche viel zu laut sind, es kein warmes Wasser gibt. Außerdem, wie war das? Das Wasserrohr oder die Abflussleitung Wir macht müssen einige Geräusche. Sachen müssen wir natürlich aufarbeiten. Das ist jetzt, also aufgrund der Vielzahl der Kommentare, die wir zu diesem Thema auf verschiedenen Kanälen gemacht haben, muss man vielleicht für den geneigten Zuschauer, der hier zum ersten Mal dabei ist, Ja. muss man kurz zusammenfassen, dass es grundsätzlich darum geht und guckt euch das Video selber auf jeden Fall bitte an. Ich möchte gerne, dass der Mike ganz, ganz viele Follower hat und dass der extrem erfolgreich ist und dass es ihm bald ganz viel besser geht.
Und deswegen lohnt es sich wirklich, die Sachen von Anfang bis zu Ende anzugucken, und lasst auch einen Kommentar da und abonniert den Kanal. Ja, bei den Und auf jeden Kommentaren, Fall. ihr könnt bloß bei den Kommentaren nicht sicher sein, dass sie stehen bleiben. Das ist immer so ein bisschen das Ja, Problem. das ist gut, das ist ein anderes Thema. Aber jetzt wollen wir mal ganz, also das Ding ist das, der Mann ist da eingetroffen, ja. Er Ja. ist nicht bei dem Flughafen angekommen, der 1 Stunde entfernt ist von der Loggia, sondern bei einem anderen Flughafen aus dubiosen Gründen, der 3 Stunden entfernt ist mit dem Auto. Das heißt, die erste war die Autofolter. Danach ist er in dieses Apartment gekommen. Dort ist er überwacht von Einheimischen. Das hat er mehrfach gesagt. Das ist wirklich eine Zumutung, dass ich in einem Land, in das ich gehe, von Einheimischen bewacht werde. Das ist nicht schön. Das nächste ist, er hatte nur Kaltwasser, da ist die sogenannte Wasserfolter gewesen. Dann kam von den bestellten Essen kamen nur Teile an. Dann hat er einen Burger bekommen, einen dicken Burger, hat aber, und da ist er ein schlauer Fuchs vom MI5 ausgebildet, da hat er diesen Burger genommen, und das war ein größerer Burger und ein kleiner Burger. Den kleinen Burger hat er dem Angestellten gegeben, der ihn da bewacht, ein einheimischer Angestellter, der ihn bewacht, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er dem den großen Burger gegeben. Natürlich hat er das gemacht, weil wir wissen aus jeder James-Bond-Folge, dass man natürlich probiert, Wahrheitsserum in den Burger einzuimpfen, damit derjenige, der diesen Burger isst, plötzlich Wahrheit sagt. Das will diese Reality-Produktionsfirma haben, die also an Infamität nicht zu überbieten ist in ihren Handlungen. Und das hat er aber durchschaut und hat deswegen den großen Burger direkt dem Typen gegeben. Den hat man danach nicht wieder gesehen. Wahrscheinlich hat er angefangen, die Wahrheit zu sagen und ist umgefallen oder so, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, jetzt ist es so, ja, dass er umzieht in ein neues Apartment. Und da würde ich jetzt sagen, Obacht, Freunde, Obacht, Freunde. Oh, wenn du wüsstest. Jetzt hatte ja die Produktionsgesellschaft viel länger Zeit, das ganze Ding mit Kameras, Ja. Kabeln auszustatten und überall um das neue Apartment rum Einheimische zu verstecken, die ihn Tag und Nacht überwachen. Darf ich kurz erzählen, Monika hat natürlich recht. Er wurde im Drei-Schicht-System ja überwacht. Im Dreischichtsystem, das dürfen wir nicht vergessen. Stimmt, das ist sehr korrekt, dass das nochmal erwähnt wird, ja. Und haben wir schon erwähnt, dass er natürlich, weil es kein warmes Wasser gab, was mit Sicherheit manipulativ von der Produktionsfirma eingerichtet wurde, dass er aber gerne stundenlang trotzdem das Wasser hat laufen lassen in der Dusche. Einfach um zu gucken, ob sich doch irgendwann mal warm wird. Ja. Ich kriege gerade einen Anruf rein. Warte mal eine Sekunde, bitte. Ja, ist das unser Lieblings-YouTuber Oh, wahrscheinlich? Monsieur Brandt, bitte. Ich Ah! muss sagen, ich bin Ihr Anwalt. Ich bin Ihr Anwalt. Ich muss bitte sagen, Sie sollen nicht falsche Verdächtigungen herausgeben über die Mike Sees. Das ist nicht korrekt, denn es könnte unter Umständen auch möglich sein, dass die ganze Produktionsfirma total korrekt arbeitet. Es kann sein, das ist ganz normal für Reality-Format, dass man geht alleine ins Zimmer und das in diese Zimmer alleine ist wo mal eine kleine Fehler mit dem Wasser. Hey, es ist Südafrika, bitteschön, kann es passieren? Da kann sogar geben Stromausfall. Und die Frösche im Hintergrund, die Ja, Froschfolter, lieber das Anwalt, Ding. ich lese gerade im Hallo? Ch lieber Bonjour? Anwalt, lieber Anwalt, ich lese gerade hier im Chat, hier schreibt jemand, dass die Frösche eventuell aus dem Kölner Zoo eingeflogen wurden. Könnte das sein? Da muss ich Monsieur Brandt fragen, das weiß ich nicht. Ich möchte nur nicht, dass Monsieur Brandt wieder Sachen sagt, die am Ende gegen ihn verwendet werden können. Ne? Das wollen wir bitte nicht. Wir Okay. wollen bitte nicht wieder haben. Wir wollen in Frieden und in Liebe zusammen mit dem Mike Sees ein bisschen diskutieren über die Themen, aber wir wollen nicht im Streit sein. Und ich habe immer dafür plädiert, ihn einzuladen in den Chat, dass wir zusammen ein bisschen diskutieren können, auf vernünftige Art und Weise. Und da muss ich sagen, da muss mein Mandant, Monsieur Brandt, bitte, non. Ich lese gerade Non. hier, Ned Flanders schreibt, das laufende Wasser ist mit Sicherheit, hat er deswegen laufen lassen, damit man ihn nicht so gut abhören konnte. Das kennt man aus Agentenfilmen, dass man eine Geräuschkulisse initiiert, damit man nicht so gut abgehört werden kann. Das kann sein, ja. Also ich habe meinen Anwalt, der kommt zwischendurch immer rein, Ja. wenn ich uns rede. Ich möchte das einfach auch gleich entschuldigen bei allen Beteiligten. Das ist nicht geplant gewesen. Das ist einfach so über den Anwalt gekommen. Der möchte einfach mich auch ein bisschen schützen und so. Also insofern, sag mal so, da ist einiges schiefgelaufen. Das war einiges nicht in Ordnung. Und ich glaube nicht, dass er, und das muss man auch mal sagen, vielleicht ist vieles von dem, was in diesem Format noch passiert, von dem wir ja alle gar nichts wissen. Nichts. Wir wissen nichts. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass da einer ist, der anscheinend total Horror vor diesem Format hat. Aber, und das wissen wir jetzt, ich glaube, die Performance dieses Kandidaten in diesem Format hat maßgeblich damit zu tun, dass die Bedingungen für ihn viel schwieriger waren als für alle anderen, die keine Frösche hatten, die Warmwasser hatten vom ersten Tag an, die nicht vergiftete Burger bekommen haben und die nicht von Einheimischen bewacht wurden und schon gar nicht im Dreischichtsystem. Ich möchte bitte noch mal kurz erwähnen, wo ich das gerade so ein bisschen mitlese. Es geht alles relativ schnell jetzt im Chat. Bitte seid respektvoll miteinander. Ihr dürft euch gerne austauschen. Und ich fand einen schönen Satz gerade auch, den jemand geschrieben hat vor ein paar Minuten. Kritik ist kein Hate.
Also wenn man was kritisiert, dann ist man, ist das nicht gleich Ja. Hate, was man macht. Ja, das Moment. Also das, also zum Beispiel, ne, das ist nicht ganz richtig, glaube ich, in der heutigen Zeit, weil wenn man die Ampel kritisiert, ist es ja direkt Hate, Nazi, rechts, daneben, verurteilenswürdig, Gefängnis, Tod, ausscheiden. Das hat sich ein bisschen radikalisiert. Das kommt so von der politischen, und das kann schon sein, dass es inzwischen so ist, dass jede Form von Kritik eigentlich schon voll Hate ist. Es ist voll Hate und so. Warum? Man kann doch einfach nur loben. Das ist doch nicht so schwer. Auf jeden Fall kommen wir zu dem neuen Video, was dort heute Mittag online ist. Also, wir haben jetzt schön gespoilert. Es geht also in die neue Lodge. Und er hat jetzt übrigens ein ganzes Haus für sich alleine. Es ist nicht nur ein Zimmer oder es sind nicht nur zwei Zimmerchen, sondern er hat ein komplettes Haus, in dem er sich jetzt frei bewegen kann. Man sieht direkt, wie er dort sozusagen eine Roomtour macht und freut sich ganz, ganz dolle, dass er da jetzt ist. Und ich habe mich mit ihm mitgefreut. Ich dachte mir, wow, endlich ein großes Haus. Du wirst und keine Frösche. Er hat keine Frösche gehört in diesem Haus. Aber jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Und das hätte Alfred Hitchcock nicht besser drehen können. Es gibt dort im Bad oben an der Decke ein Vogelnest. Und in diesem Vogelnest fliegen die Vögel hin und her. Wir erinnern uns an Hitchcocks Die Vögel. Und unser Lieblings-YouTuber steht da und sagt, oh Gott, die greifen mich bestimmt an, ich hoffe, die beißen mich nicht. Und hat gesagt, das geht ja gar nicht, was ist denn hier jetzt schon wieder los? Und dann filmt er dieses Vogelnest in dem Badezimmer und ist erstmal komplett außer sich. Und ich muss mal sagen, dramaturgisch ist das eine Meisterleistung. Ja, ich habe übrigens gerade nochmal herzlichen Dank an den Kollegen, der es gerade geschrieben hat, Schäbelismus von Frau Schäbeli. Das ist korrekt, genau das meine ich, das ist der sogenannte Schäbelismus. Aber mir fällt ein, Vogelnest, ne? Ja. Ich meine, dieses Produktionsfirmen-Pick, ja, das ist doch wohl wirklich widerwärtig. Für jeden Spion ein großes Fest, im Zimmer des Agenten ein Vogelnest. Das ist doch bekannt, den Spruch kennt doch jeder. Und da weiß man doch, dass dieses Vogelnest aussieht wie ein Vogelnest. Aber was ist es in Wirklichkeit? Weißt du, was es ist? Ich sag's mir. Du bist aus dem Thema, du bist im Thema drin. Dieses Vogelnest, ja, ist hochgradig mit THC versetztes Marihuana, was in Vogelnestform gebunden wurde, um Dämpfe abzusondern im Badezimmer, wenn er duscht, dass da THC-Dämpfe von oben von der Decke nach unten fallen, sich in seinem Astralkörper festsetzen, das unmittelbar dazu führt, dass die Haare sich kräuseln, zum Beispiel die Gesichtsbehaarung wird plötzlich zu einem Rauschebart, die Haare auf der Brust brechen aus ihren Grenzen aus und verhalten sich nicht so, wie es vorher war. Das ist eine ganz infame Methode, um dich außer Kontrolle zu bringen, um dich zu entfremden von deinem Körper und von deinem Haargut. Das ist nicht schön. Diese Vogelnestnummer geht gar nicht. Das finde ich viel schlimmer als die Frösche. Ich sag's, wie es ist. Ich finde es viel schlimmer. Viel schlimmer. Ich möchte ganz kurz sagen, Yvonne, ich hoffe, du schreibst mich dazu. Ich glaube, wir sind doch auch gut miteinander. Dann Wasserspinne. Es gab eine riesen Wasserspinne noch, die er dann gefilmt hat, wo er irgendwie seine Hand daneben hielt und gesagt hat, sie ist handgroß. Ein sogenannter afrikanischer Huntsman, der sich auskennt damit, weiß, wovon ich spreche. Südafrikanisch wohlgemerkt. Ja. Ja, südafrikanische Spinne. Das ist nicht, ich meine, das sind ja die, die meistens eine Serviette umhaben und Messer und Gabel in der Hand, weil die direkt das Menschenfleisch anschneiden. Das machen die. Und jetzt sind wir mal ehrlich, ist das wieder, um ihn zu brechen? Also ist das, wir brechen nicht 2.0? Ganz ehrlich, ich denke, es ist sogar noch schlimmer. Ich glaube, es ist so, dass jeder vernünftige Mensch, ja, der zum, also du kennst das ja aus dem Urlaub, ne, gehst runter an die Rezeption, sagst, hör mal, das Zimmer ist nicht in Ordnung. Dann guckt die Rezi dich schon so an, dass sie denken, Alter, wer bist du denn? Was bist du denn für ein Vollpfosten? Was glaubst du, wer du bist? Okay, dann geben sie dir, weil du da Theater machst, geben sie dir ein neues Zimmer. Jetzt gehst du in das neue Zimmer rein, dann traust du dich ja eigentlich nicht, jetzt nochmal runterzugehen und wieder irgendwas zu sagen. Zumal ja ganz andere Themen da sind, ne? Weil du machst dich ja echt zum Vollpfosten. Alle gucken dich dann an und du willst nicht in Aufmerksamkeit, nicht im Licht stehen. Und deswegen, ich glaube ja, dieses Zimmer, in dem er ist, ist ja aufgrund der Spinnensituation und der Vogelnestsituation eigentlich ein unbeziehbares Zimmer gewesen. Sie hatten keins mehr frei und jetzt muss er in dieses Zimmer gehen. Der Vorteil dieses Zimmers ist eben dieses warme Wasser, aber das kann er gar nicht nutzen, weil dann das THC aus dem Vogelnest auf ihn eindringt. Es ist alles, wird immer schlimmer, es wird wirklich immer schlimmer und ich finde es auch nicht mehr lustig. Ich finde es nicht lustig, ich finde es nicht in Ordnung, ich finde es nicht lustig. Und ich finde auch nicht gut, dass wir darüber reden. Man sollte den Mantel des Schweigens darüber hängen und einfach sagen, komm, so, und wir ziehen jetzt dieses Format durch.
Und dann ist auch gut. Und Boris, ich möchte jetzt mal wirklich und jetzt mal so, dass wir zwei, drei Momente und Minuten mal ganz kurz uns mit einer Thematik beschäftigen, auf die mich meine Frau übrigens heute gebracht hat. Denn es gibt danach, und das möchte ich jetzt bitte gar nicht mal ironisch kommentieren, es ist so, wir haben gesehen, wie dramatisiert er am Tag zuvor die Geräuschkulisse hat und alles, und es ist alles ganz schlecht und man versucht ihn hier in ein gewisses Licht zu rücken. Und dann ist es so, dann ist diese Vogelgeschichte da und dann läuft er durchs Haus und er freut sich über eine Kaffeemaschine, dass Kaffee da ist, dass da und ist wirklich ganz überschwänglich, fängt wirklich an zu jubeln, sagt: Alter, Jackpot, Jackpot, was ist das denn hier? Wie geil ist das denn, Alter? So, pass auf. Und ich meine das wirklich nicht ironisch. Da hat mich meine Frau drauf gebracht, dass wir hier, und das möchte ich gerne mal mit dir diskutieren, und bitte seid respektvoll jetzt auch im Chat gegenüber, weil das wirklich eine ernsthafte Frage ist. Das klingt für mich, und ich bin ähnlich wie du kein Experte, ich bin kein Arzt, ich bin kein Psychologe, gar nichts. Ich frage einfach nur mal. Das Ganze könnte ein bisschen in Richtung ADHS gehen. Also diese Stimmungsschwankungen, dieses sehr aufgedrehte und dann wieder dieses schon fast in Depression verfallen, ne? Also alles ganz schlecht und düster sehen und so weiter. Und wir haben hier in der Familie durchaus ein bisschen Erfahrung damit. Deswegen ist das uns nicht ganz fremd. Und das ist was, was uns aufgefallen ist. Und jetzt die Frage an dich: Könnte das eine Erklärung für all das sein? Du findest mich ratlos. Ich glaube ehrlich gesagt, wenn ich mir, also, sag mal, so rein beruflichen, denke ich mich ja viel in andere Leute rein und sowas alles. Und ich denke einfach, das Problem ist das, wenn du mal so eine halbe Stunde oder Stunde mit Content füllen musst, ne? Dann bist du natürlich darauf angewiesen, dass du auch Content hast. Wenn man so ein Feigling, wenn man so Feigling ist wie wir oder so ahnungslos, dann macht man das einmal die Woche. Wenn du das jeden Abend machen musst, das ist auch echt ein Druck. Und da musst du dich selber ja auch, und das ist halt das Gleiche beim Aufnehmen von solchen Einspielfilmchen und so, da musst du dich selber ja auch von rechts nach links peitschen und dich mehr oder minder selber ohrfeigen und in den Hintern treten, damit immer irgendwas rauskommt. Und wenn du immer unter dem Druck stehst, immer was produzieren zu müssen, dann kommt halt auch irgendwann Scheiße bei raus. Das ist einfach so. Und dann machst du dich selber auch verrückt und du drehst dich im Kreis. Und das ist ja alles eine, wie gesagt, das ist ja alles eine, also, es ist nicht mal die Blase, die Reality-Blase, sondern es ist jetzt nur noch deine eigene Blase. Und das ist, glaube ich, da kann man auch nicht verlangen, dass jemand jetzt realistisch ist. Also ich sag mal so, ich hab's mir mit dir zusammen ja den ersten Teil da angeguckt, ne? Ganz ehrlich, ich hätte mich da hingesetzt. Ich hätte kein Monster getrunken vorm Einschlafen, weil da kann man nämlich nicht einschlafen, ne? Und ansonsten hätte ich gesagt, so, hier bin ich angekommen, jetzt sehe ich zu, dass ich mit meiner Frau mit meiner Ex-Frau eine super Performance abliefer. Und ansonsten halte ich die Fresse und mach mal ein bisschen auf Kleinlaut und mach es auf anständig. Und wenn ich einen Film mache, dann mache ich eins, dann mache ich einen Film und sage, wie geil alles ist. Und dann erwähne ich im Nebensatz, dass das warme Wasser nicht geht und dass hier die unglaublich netten Menschen dafür sorgen, mir das warme Wasser wieder anzustellen. Und das war's. Ich würde einfach nichts machen. Ich würde einfach auch nicht klagen. Ich würde nicht jammern. Ich würde sagen, Mensch, ich freue mich, dass die Produktionsgesellschaft mich eingeladen hat. Ich finde es cool. Ich mache jetzt hier mit. Ich Und will mich mit meiner du hast hier einen Frau Urlaub in ausdöhnen. Südafrika, den du bezahlt bekommst, und Ja. genieß doch das alles mal. Also genieß doch die Riesenschildkröte, die da am Rasen langläuft. Genieß doch, dass du Land und Leute kennenlernen darfst und so weiter. Und red doch nicht alles schlecht und vermute doch nicht hinter jeder Situation, dass man dir was Schlechtes will. Ja, also muss man sagen, Rita Gaudig hat gerade geschrieben, eigentlich tut mir Mike leid, er muss sehr einsam sein, kein Scheiß jetzt, und da gebe ich ihr recht. Ich glaube tatsächlich, dass das auch eine Form von, also dieses Ding ist ja das, du bist ja nicht einsam, weil du hast ja dieses Fenster in die Welt mit 2000 Fans und Followern. Das heißt, du denkst, du hast 2000 Freunde, aber diese Freunde sind leider nur digital. Und wenn du heute von denen wirklich was willst und wenn du heute von denen Hilfe brauchst, steht keine Sau vor der Tür. Das ist einfach so, weil die auch alle zu weit weg sind. Und insofern hat das schon auch was mit Einsamkeit zu tun. Ich finde das einen wichtigen, guten Hinweis. Und ehrlich gesagt, ich finde auch das Bekennen zu dieser Einsamkeit, also zum Beispiel, ich glaube, er hätte mehr Zuschauer gehabt und mehr Emotionen gehabt und mehr Menschen, die mit ihm Mitleid haben oder mit ihm auf einer Seite sind, wenn er gesagt hätte: Ich bin hier bei diesem neuen Format, ich mit meiner Ex-Frau, und es geht ja darum, prominent getrennt, und wir sind prominent, das ist ja schon mal geil, und jetzt sind wir aber leider getrennt, und ich habe auch echt viel Scheiß gebaut und ich möchte das wieder gut machen, und ich möchte mit meiner Frau getrennt oder nicht getrennt, ich möchte mit der auf, ich möchte das alles, ich möchte es wieder gut machen.
Und deswegen fahre ich einfach mal runter. Ich beschwere mich nicht, sondern ich bin der Produktionsgesellschaft dankbar dafür, dass ich das hier machen kann. Ist ja auch, hätte man ja machen können. So. Und wenn du dann so einsam bist und das nicht zugeben willst, sondern gleichzeitig eben aufdrehst, dann kommst du wahrscheinlich in irgendeine Spirale. Ich weiß, ich bin ja nicht mal ein verdammter Psychologe. Ich stelle mir das nur so vor. Also Christian. wenn ich mit meiner Frau, ne, einen Streit habe, sag mal so, also trennen tun wir uns niemals, aber wenn ich mal Streit mit ihr habe und wir würden in so einem Format sein, dann würde ich da in dieser Bude sitzen. Wenn ich wüsste, dass sie jetzt gerade anreist, dann würde ich, da wäre ich total aufgeregt. Ich würde überlegen, was tue ich bloß, damit wir das schnell wieder alles in Ordnung kriegen und wie kriegen wir das gemeinsam hin, dass wir da gut performen, zusammen als Team, dass wir zusammenhalten und egal was war und wir kriegen das wieder hin und so. Ich hätte solche Gedanken im Kopf. Ich weiß nicht, wie das hier ist. Ich kenne diese Beziehung ja nicht. Ich weiß nicht mal, wer diese Michelle ist, ehrlich gesagt. Ich bin da total unvorbereitet. Aber die hat wahrscheinlich auch leicht an der Waffel oder sie hat eben irgendwie so ein, keine Ahnung, vielleicht hat die auch so einen, wir haben ja drüber gesprochen, der Experte sagt ja so einen, sind mal, dominanten, Sie ja, so steht eine auf Männer, Sehnsucht, sie steht auf Männer, wollen die sie nach führen? Dominanz. Ja, Ja. genau, so eine Sehnsucht nach Dominanz. Nur, Dominanz ist halt total geil, wie man aus den Filmen weiß. Dominanz ist halt geil, wenn da jemand ist, der weiß, was er tut. Wenn da jemand ist, der einfach nur bestimmen will und eigentlich gar keinen Grund dafür hat, weil er nichts abzuliefern hat, dann ist das auch keine richtige Dominanz, sondern dann ist das irgendwie sich über Leute stellen, die einem eigentlich gleichgestellt sind, so von Haus aus. Also. Und sind wir mal ehrlich, wir haben es im Sommerhaus ja gesehen, wenn da jemand ist, der seiner Frau, wie gesagt, seiner Ehefrau sagt, das ziehst du mir nicht an, das ist zu sexy, das tust du nicht, mit dem redest du nicht. Das finde ich, geht über das normale Empfinden, auch wenn man sagt, wir leben in einer Beziehung, wo die Rollen klar verteilt sind, weil wir darauf stehen, dass ich der Dominante und du der devote Teil bist, sind das doch einfach Dinge, die auf alle anderen total verstörend wirken und schon gar in einem Fernsehformat. Also da gucke ich mir lieber Herrn Sindermann an, der irgendwie zu seiner Freundin sagt, kannst du mal irgendwie Pipi-Geräusche machen, weil man nicht hören soll, dass ich auf dem Klo sitze, als dass da jemand, und entschuldige mal bitte, wir erinnern uns an die Interview-Sequenzen, wo die beiden nebeneinander saßen und wo er ja richtig geschrien hat, sie angeschrien, hat gesagt, versau doch wieder mal alles hier, wie immer und so weiter und so weiter. Das war die, ne? Ja. Richtig, du hast recht. Ja, stimmt, jetzt war, ah, okay, stimmt, das hatte ich schon ein bisschen verdrängt. Jetzt weiß ich auch wieder, wo, jetzt bin ich wieder im Film. Ja, genau, darüber war ich auch empört. Das war auch der Grund, warum wir überhaupt über den gesprochen Ja. haben, wegen dieser Geschichte. Naja, auf der anderen Seite muss man sagen, jetzt lass uns mal alle zusammen hier im Chat und alle Menschen, die uns zuhören und die das hinterher noch anhören und wir beide auch und so, lass uns mal überlegen, wir gehen mal 50 Jahre in der Zeit nach vorne und jetzt blicken wir mal zurück auf das, was wir hier machen oder was wir hier reden oder was hier gerade im Fernsehen passiert. Und dann sind wir uns doch einig, irgendwie haben wir schon einen an der Waffel, oder? Also die Zeiten sind so scheiße, wir werden so dermaßen kaputt gemacht von oben. Ja, da sind inzwischen Sachen in der Welt, diese Welt ist so gespalten, da ist so viel Hass und Zorn. Der eine Krieg ist gut, der andere Krieg ist schlecht. Die einen kriegen auf den Sack, weil sie angreifen, die anderen kriegen das nicht. Das ist so dermaßen durcheinander und irrsinnig alles und hat nichts mehr zu tun mit gesundem Menschenverstand. Und wir sitzen hier und reden über so einen Vogel. Das kann man machen, das macht auch Spaß. Aber ich sag mal so, wenn man das mal, man muss es, glaube ich, auch immer in richtiger Relation sehen. Und es ist tatsächlich, es ist einfach nur eins, es ist einfach nur flaches Entertainment. Und wir tun auch unseren Teil dazu bei und geben uns Mühe, wie jeder andere auch wahrscheinlich. Ja, Und so dann, ist. wir haben ja im Trailer so ein bisschen gespoilert, weil ja unser Lieblings-YouTuber gesagt hat, er hätte mal wieder recherchiert, nachdem er schon die erste Geschichte über dich ausgepackt hat, den Gucci-Skandal. Hast du das Schild da noch rumliegen? Übrigens, willst du es nochmal kurz zeigen? Hast du es da noch in der Nähe? Nee, habe ich jetzt nicht mehr hier liegen. Ach, schade eigentlich. War die zweite Top-Story des Wochenendes, ja, wo er gesagt hat, oh, er ist so ein bisschen auf meinen Spuren unterwegs, nämlich als investigativer Journalist. Also er ist die Frauke Ludewig des Internets sozusagen. Hat da ja herausgefunden, dass du mit deinem ehemaligen Arbeitgeber beziehungsweise ehemaligen, 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 ehemaligen Arbeitgeber nicht so ganz im Guten auseinandergegangen bist. Da hat er was aufgedeckt, wo ich sagen muss, holla, Boris, willst du da jetzt mal was beichten? Wird es da Zeit, sich bei jemandem zu entschuldigen? Willst du mal Ja, reinen auf Tisch jeden machen? Fall. Ja, ich mache mal reinen Tisch. Also, liebe Freunde der guten Geschichten, das sind einfach Scheißgeschichten, die sind unglaublich langweilig. Und jeder von euch, und das ist das Tolle, jeder von euch kann das mit drei Klicks auch rauskriegen. Der Gucci-Skandal, den hatte ich ja letztes Mal schon erklärt. Ich bin leider, also das heißt leider, ich bin mit dieser Familie verwandt und der ehemalige Kreativdirektor, Michele heißt der, der ist ein guter Freund von mir, den ich von ganz, ganz, ganz früher kenne, weil ich mit dem zusammen mal am Strand in Irre, aber ist so, Südafrika, mit so Modefotos gemacht habe. Und er hat da
ganz spektakulär einem Model mit einem Kaugummi, eine Muschel zwischen die Titten geklebt, hätte ich fast gesagt. Na, zwischen die Brüste geklebt, so ist der richtige Ausdruck. Und deswegen kenne ich den und deswegen habe ich eine Beziehung zur Firma Gucci, das ist alles. Und deswegen wurde ich mal eingeladen nach Cannes zum Filmfest spielen und so. Und zu allen möglichen anderen Veranstaltungen werde ich auch manchmal eingeladen. Das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist noch unspektakulärer. Die geht wie folgt. Ich bin zu Endemol gekommen zu einer Zeit, eben weil ich hatte eigentlich bei ProSieben Big Brother gekauft, weil ich da eine fette Prämie zu kriegen hatte. Und das war so ein Format, was mir noch gefehlt hat. Dann hat bei ProSieben ist der Dr. Kofler weggegangen, ein neuer Programmdirektor kam. Und der hat gesagt, Reality will keine Sau sehen, das interessiert keinen Menschen. Dann habe ich gesagt, ich bin aber Programmdirektor und kriege da eine fette Prämie, wenn das gut geht. Dann hat er gesagt, ich schmeiß dich raus und du kriegst die Hälfte der Prämie. Also bin ich rausgeflogen, dann bin ich zu Endemol gegangen. Dann war ich 9 Jahre lang bei Endemol. Im Verlauf dieser Zeit ist diese Firma 2-mal verkauft worden. Mhm. Einmal an Telefonica für ganz viel Geld, da haben wir alle eine fette Prämie bekommen. Und dann ging das sozusagen im Zirkel weiter. Und dann kamen eines Tages die neuen Investoren und die haben mir eine Aufgabe gestellt. Ich muss dazu sagen, dass alle meine guten Kollegen, alle meine Kollegen von früher waren schon weg. Ich war der einzige Verbliebene von der alten Endemol-Gang noch in Deutschland. Und dann kamen die zu mir und hatten eine Sitzung bei mir und haben gesagt, ja, also hier, wir verlangen von dir, dass du der Umsatz und Gewinn muss sich verdoppeln. Und jeder, der sich kaufmännisch ein bisschen auskennt, also mehr als Herr Habeck, der weiß, was das bedeutet. Das geht nicht. Man kann nicht den Umsatz verdoppeln und gleichzeitig den Gewinn verdoppeln. 2008, wo auch noch eine Finanzkrise war und so weiter und so fort, totaler Bullshit. Ich habe eine Präsentation gemacht, die hat gezeigt, dass das totaler Unfug ist. Das hat den Herrschaften nicht gefallen. Und dann habe ich auch noch, und das war der Kernfehler eigentlich, dann habe ich auch noch zu einem dieser Leute, die da zu mir zu dem Meeting kamen, gesagt, er soll hier nicht während meiner Präsentation mit seinem BlackBerry rumspielen. Das war blöderweise jetzt der Chef von dem Laden und dann hat er mich richtig gehasst und dann war es das für mich ein paar Monate später, ein paar Wochen später. So, und ich bin also in Unfrieden gegangen und das hat jetzt der investigative MI5 Mike Sees hat das herausbekommen, indem er mit Mitarbeitern gesprochen hat, die heute noch bei Endemol sind und die mich von früher kennen. Und ist übrigens, und keiner lobt übrigens, oder er lobt dich überhaupt gar nicht, dass du investigativ ja seine Fake-Klamotten aufgedeckt hast. Denn das ist ja nur ein Detail gewesen, an dem man das überhaupt hätte erkennen können. Und ist dir übrigens aufgefallen, er hat sich dazu gar nicht geäußert gestern. Er hat überhaupt gar nicht gesagt, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt. Da muss man auch mal zu sagen, das ist auch das natürlich, also erstmal, natürlich stimmt das. Zweitens, ich habe ja gar nicht großartig aufgedeckt. Ich habe nur darauf hingewiesen, dass man ihn vielleicht, dass da irgendein guter Freund ihn reingelegt hat, der zu ihm gesagt hat, er hat eine Kooperation von Supreme und Louis Vuitton gekauft, hat er aber nicht, sondern er hat die billige asiatische Variante gekauft für kleines Geld und ich hoffe, er hat nicht so viel ausgegeben. Das sieht ja trotzdem schick aus, sei ihm alles von Herzen gegönnt. Ich habe es nur deswegen erwähnt, weil einfach um ihn zu schützen, um ihm zu helfen. So. Und weil ich mich mit Klamotten leider blöderweise richtig gut auskenne. Eben deswegen, weil ich mit dieser Firma bekannt bin und ich weiß genau, wer was, wann, wie, wo herstellt und ich weiß, was der Unterschied ist zwischen den echten Dior-Sneakern und den Dior-Sneakern für 250 bei eBay. Ich kenne mich damit einfach aus. Und zwar besser als mit Klima, mit Flüchtlingen, mit Politik und der ganzen Scheiße. Und deswegen habe ich das einfach nur freundlich erwähnt. Er ist ja der Meister im Rausfinden und Recherchieren von ganz wichtigen Dingen. Deswegen halte ich mit unwichtigen Dingen dagegen. Und er ist nicht drauf eingegangen. Ich glaube, es ist auch nicht seine Welt, darauf einzugehen, wobei ich sagen muss. Und da sieht man wieder, er ist lernfähig. Den Calvin Kleinswetter, den er danach hatte, der war echt. Okay. Gut. Und dann muss ich noch erwähnen, er hat das zwar immer mal wieder schon in den letzten Tagen im Livestream gemacht, gestern aber nochmal ganz explizit, hat er gesagt, prominent getrennt wird das letzte Format sein, an dem er teilnimmt. Danach schlägt er einen neuen Weg ein. Und da muss ich dich mal fragen, als Experten fürs Leben, weil du einfach ja auch lebst, also bist du ein Experte, was das Leben angeht, Ist das eine gute Idee, danach wirklich zu sagen, jetzt akzeptiert man diesen Shitstorm nochmal oder Reichweite, was auch immer, und danach ist das Ding durch, danach ziehe ich mich aus der Öffentlichkeit zurück. Ist das eine gute Idee? Ich weiß ja nicht, wie er performt in der Sendung, ich kenne die Sendung ja nicht. Aber es scheint ja ganz schlimm auszugehen. Ja. Also weil sonst würde ja nicht im Vorfeld schon so viel Tohuwabohu darum entstehen. Ich finde, also mir ist es völlig egal, ob er auftaucht oder nicht. Ich weiß auch nicht, wer ihn noch will, weil ich glaube, bei den Produktionsgesellschaften, also ich kenne die ja alle, und wenn du da nach seinem Namen sagen, alle, oh Gott im Himmel, und sie hätten, also es war schon nicht verständlich, dass man ihn überhaupt jetzt noch genommen hat, aber klar, man hat ihn genommen, weil er so ist, wie er ist wahrscheinlich. Ich fände es gut für ihn und ich glaube auch seelisch und psychologisch und so, ich bin auch da kein Experte, aber ja, fände ich es gut, wenn er sich einfach ein bisschen zurückzieht. Ich fände es cool,
Tatsächlich, wenn er sowas macht, was ganz anderes macht und irgendwie eine richtig tolle Performance abliefert, zum Beispiel als DJ Gänseblümchen, indem er deutschen Kinder-Hip-Hop macht. Hey. Weißt du, so wie deine Freunde zum Beispiel. Wenn er sowas machen würde, dann würde man sagen, Mensch, da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er das macht. Und wenn er das macht, und dann geht er durch Kindergärten, integrative Integrationskindergärten in Berlin, Neukölln zum Beispiel, ja, wo er mehrsprachig in Arabisch, in Türkisch und in Deutsch performt und da als Rapper Gänseblümchen schöne, feine, sozialverträgliche Texte vorträgt, da wäre ich echt überrascht. Oder zum Beispiel, wenn er, sage ich jetzt mal, umschult auf Herzchirurg oder so. Es kann ja sein, dass er einfach eine Leidenschaft hat, auch für Gesundheit und für Operieren. Und wenn er jetzt studieren geht und wird dann Herzchirurg und macht dann eine Herzklinik auf, sage ich jetzt mal, auf den Bahamas oder so, dann würde ich sagen, Respekt, mein Freund, ich habe jetzt 5 Jahre nichts von dir gehört. Du hast studiert, du hast die Herzklinik aufgemacht, finde ich ganz geil. Wenn er bei der Firma Lind, sage ich jetzt mal, einsteigt und wenn ihm was Besseres einfällt als diese Lind-Ostereier mit dieser Cremefüllung innen drin, wenn ihm da was Besseres einfällt, dann sage ich, Mensch, du bist von der Bildfläche verschwunden, hast dem ganzen Reality in den Hintern getreten und bist zur Firma Lind gegangen, hast da Chocolatier gelernt und hast richtig tolle Ostereier gemacht. Was soll ich sagen? Da gibt es so viele Möglichkeiten, man muss es nur machen. Aber das Problem habe ich übrigens auch. Also ich selber spreche aus Erfahrung. Ich bin auch in so einer Phase in meinem Leben. Das ist so das letzte Drittel meines Lebens und vielleicht die letzte Kurve, die ich im Beruf noch mache. Und ich überlege mir auch, was ich mache. Das überlege ich schon seit einem Jahr, ehrlich gesagt, weil ich nicht so richtig weiß, soll ich mich wieder hinsetzen und Bücher schreiben? Das habe ich ja früher gemacht. Ich habe da die ein oder andere Idee. Soll ich was mit YouTube machen? Nur über Mike, monothematisch? Nee, habe ich gesagt, mache ich nicht, aber vielleicht was anderes. Soll ich vielleicht irgendwo nochmal wieder Fernsehen weitermachen, so wie ich das jetzt mache? Da will ich vielleicht moderieren? Ich weiß es auch nicht. Und da muss man sich selber durchwurschteln. Darf ich das kurz aufgreifen? Also diese Idee wieder als DJ, er war ja schon als DJ tätig, aber erfolgreich oder nicht, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber wenn ich... Also hat ein gutes Leben gehabt anscheinend als DJ und hat auch andere DJs vermittelt und davon partizipiert. Also er hat das, glaube ich, aufgegeben für diese Reality-Karriere, was ja eigentlich auch nicht schlau ist, dass man sowas aufgibt. Also, ja, aber ich stelle mir jetzt gerade zu Ostern vor, so eine schöne neue Hip-Hop-Version von Stups, der kleine Osterhase. Das finde ich toll. Ja, also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Ich wollte eigentlich nur sagen, es gibt ganz viele Möglichkeiten, was man machen kann. Und am Ende, ja, und das ist das Doofe an der ganzen Geschichte, und das habe ich auch, muss ich selber aus meiner eigenen Erfahrung sagen, das ist halt das Schwierigste, am Ende zählt, was unten rauskommt und nicht das Gelaber. Und das ist halt, so ist es halt. Ist halt so. So schaut's aus. Und jetzt können wir am Ende ja nochmal, unsere Stunde ist schon wieder vorbei. Es ist unglaublich, wie schnell das mit euch geht. Vielen Dank übrigens an alle. Und ihr könnt ja alle mal, wenn ihr das jetzt seht, lasst mal alle ein Herzchen da. Zeigt uns mal alle durch das Herzchen, ob ihr euch von uns gut unterhalten fühlt. Ist ja richtig Clickbaiting, was ich hier betreibe. Ganz ehrlich, jetzt fängst du ein bisschen an, ja. Jetzt passiert es mit dir. Jetzt geht's los mit dir. Guck in den Chat, guck in den Chat. Ach Gott, es ist. Jetzt fängst du auch so an. Jetzt hat sich nämlich, siehst du, jetzt bist du nämlich an der Nadel, mein Freund. Oh, der Mann, der so tut, als wäre er Journalist, jetzt ist er volle Mohre an der Nadel. Und jetzt wird man mir wieder unterstellen, ich habe es nur für die Herzchen getan. Ich habe das alles nur für die Herzchen getan. Ach, wie süß Wir haben sogar von Ramon Wagner haben wir 3 Herzen bekommen. Hallo Ramon, grüß dich. Oh, ihr seid so süß. Dankeschön, vielen Dank. Ganz kurz nochmal, wir haben ja schon das angedeutet und wir haben ja auch schon angedeutet, dass eigentlich die Personalie Lieblings-YouTuber, dass die eigentlich fast auserzählt ist. Also wir haben uns ja vorgenommen, es wird 2 Interviews geben in den nächsten Tagen mit Reality Insider, mehr dürfen wir noch nicht verraten, da mussten wir was unterschreiben, dass wir das noch nicht offiziell preisgeben dürfen, aber da wird 2 Interviews geben, okay. Und dann, hast du eigentlich gelesen? Hast du dieses 48-seitige Dokument richtig durchgelesen? Ja, meine Anwälte haben das auf dem Tisch liegen und die haben über Ostern eine Extraschicht eingelegt, um diese Verträge durchzuarbeiten, ehrlich gesagt. Ja. Jetzt hört auf mit den Herzchen, ist alles gut. Wie süß ist das? Nee, aber erstmal, also jetzt, ich lerne ja dazu, ne? Ich habe ja keine Ahnung von sowas, aber mein Freund, ich habe großen Respekt vor dir, was du hier anzündest. Dass jetzt so viel Herzchen habe ich noch nie in einem. Das ist so geil. Also, das ist so viel Liebe und so viel Glück und das zu Ostern, kurz vor der Auferstehung, mehr geht nicht. So. Und
am Ende, ich liebe das. Ich finde das toll, dass wir einfach auf eine positive Art miteinander trotz Kritik kommunizieren können. Und es wäre schön, wenn unser Lieblings-YouTuber das auch ein bisschen so sehen könnte. Was ich jetzt sagen wollte, also wir haben uns ja vorgenommen, und das werden wir mit Sicherheit auch durchziehen, dass wir natürlich die Folgen prominent getrennt analysieren werden, weil es ja auch dann nicht nur um ihn geht. Es geht ja um viele andere Paare auch. Und es ist ein Reality-Format, wo wir uns vorgenommen haben, das werden wir besprechen. Aber spätestens mit Beendigung von Folge 10, würde ich sagen, ist denn die Personalie Lieblings-YouTuber auserzählt? Oder wie siehst du das? Ich kann Ihnen dazu nur raten, dass Sie nicht zu viel sprechen über diese Thematik. Ich kann Ihnen nur raten, dass Sie sagen, Sie steigen ein, Sie kommentieren ein bisschen freundlich, freundschaftlich, sag mal so, dass Sie sich identifizieren mit der Person. Und dass sie dann rechtzeitig wieder aussteigen und sich konzentrieren auf andere Reality-Helden. Dass es nicht monothematisch wird. Genau. Ich möchte auch nicht weitere Klagen bekommen. Ich habe jetzt 24 Klagen schon bereits bekommen von der Anwälteschar, von dieser Kollege. Und ich möchte das nicht weitermachen. Es kommt auch teuer. Ja? Sie haben Rechtsschutzversicherung, das stimmt. Aber sie können nicht mutwillig immer weiter herausfordern ihre Rechtsschutzversicherung. Genau. Kleine Antwort. Ja, der Livestream, der wird natürlich gleich direkt verfügbar sein zum Nachgucken. Das ist natürlich gar kein Problem. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und du hast recht, monothematisch sollte es auf Dauer nicht werden. Wir haben das gerne mitgenommen. Und ich würde ja lügen, und wir gehen da wirklich auch ehrlich mit euch um, ich würde lügen, wenn ich es nicht schmeichelhaft finden würde, was da passiert ist in den letzten zwei Wochen. Dass Menschen zu uns auf dem Kanal gefunden haben, die nicht wussten, dass es uns gibt, die aber nicht in erster Linie da sind, um Hate zu verbreiten, sondern die sagen, sie wollten sich informieren, sie fühlen sich gut unterhalten und gucken sich die anderen Formate, die es hier gibt. Und hier gibt es ja viele. Und auch wenn unser Lieblings-YouTuber sagt, wer interessiert sich schon für Pumuckl, möchte ich es trotzdem nochmal erwähnen. Mein erfolgreichstes Video hier mit über 53.000 Abrufen ist ein Pumuckl-Video. Entschuldige mal bitte. Also komm hier nicht mit das, nur wenn es um ihn geht hier, dann gibt es Klicks. Das ist doch Quatsch. Und das wiederum spricht ganz deutlich für DJ Gänseblümchen. So, ne? Ihr seid spitze. Auch Pumuckl, genau, Herzchen. Vielen, vielen Dank. Ja, wie gesagt, also in den nächsten Tagen gibt es zwei Interviews, die wir veröffentlichen. Ich darf am Ende nochmal ganz, ganz mini bisschen die Werbetrommel rühren. Ich bin angefixt. Von wem oder was? Von unserem Lieblings-YouTuber? Nein. Also ich könnte auch ohne ihn, ehrlich gesagt. Obwohl ich schon immer abends warte, dass es wieder losgeht. Aber das ist, da sollte ich mich, glaube ich, auch von Tremus Boris mich auch so ein bisschen... das nimmt Züge an, die sind nicht gesund, glaube ich. Aber egal. Was ich nochmal schnell erwähnen wollte, wenn ihr Lust habt, uns ein bisschen zu unterstützen, dann gerne eine Kanalmitgliedschaft abschließen. Das haben 4 Leute schon getan in dieser Woche, ohne dass ich das mitbekommen habe. Dann gibt es diese Interviews, die wir machen, 24 Stunden vorher für alle. Wer das möchte, gerne. Wer nicht möchte, ist trotzdem jederzeit hier herzlichst willkommen. Dann möchte ich noch erwähnen, bitte einmal auf dem YouTube-Kanal von Kay Ray vorbeizuschauen. Denn da macht der Kollege Boris Brandt mit Kay Ray einen wunderbaren Podcast, der heißt Schönes Wochenende. Und wenn ihr den jedes Wochenende hört, dann habt ihr ein schönes Wochenende. Denn die beiden lassen sich ebenso wenig wie wir hier einen Maulkorb verpassen, sondern reden einfach über all das, was sie bewegt, was sie beschäftigt, was sie denken. Und es ist ihnen scheißegal, was andere darüber sagen. Dazu muss man sagen, das ist kein Reality-Kanal, sondern da reden wir auch über Politik und solche Themen. Und ja, das ist für alle die Menschen, die aus der Zeit kommen, wo noch alles in Ordnung war und wo es so verschiedene Richtungen in der Politik gab und alles in Ordnung war und man sich ausgetauscht hat und man Respekt hatte und so. Für diese Menschen ist das ein feiner Kanal. Schönes Wochenende, genau. Genau, und das jedes Wochenende dürft ihr euch sogar aussuchen, ob ihr das nur als Ton euch anhören wollt. Mittlerweile seit einigen Wochen könnt ihr den beiden auch dabei zuschauen. Finde ich auch immer ganz schön. Genau, und ansonsten habt eine gute Zeit, genießt das Osterfest. Ich sage jetzt auch nicht, wann wir uns das nächste Mal sehen, weil Herr Brandt kann bestätigen, es kommt eh immer anders, als man denkt. Und ich weiß gar nicht, ist morgen Abend, obwohl Ostern ist, ist morgen trotzdem Big Brother Live Show? I don't know, ich glaube ja. Bei diesem Format ist dieses Mal bin ich bei diesem Format, bei aller Liebe dazu und so, in aller Verbindung, bist bin ich raus? Wirklich raus. Ich verstehe das alles nicht mehr. Ich verstehe es nicht. Und das als Big Brother Papa? Also das tut weh, ja. Oder? Also das tut schon ein bisschen weh. Das tut nicht mal weh. Es ist ja wie mit, also ich habe auch, ich habe ja 4 Kinder mit 3 Frauen und da ist es so, dass diese eine Tochter zum Beispiel, die ist einfach mit 6 Jahren sozusagen mir mehr oder minder entzogen worden. Die habe ich nicht wiedergesehen. Von der habe ich nur ab und zu nochmal ein Mail bekommen, wenn ich mehr Geld überweisen sollte. Aber ansonsten habe ich
mit der nichts zu tun. Das ist auch so. Manchmal verliert man einfach die Kinder und bei Big Brother ist es genauso. Mir tut das total leid. Ich wüsste wirklich, wie es besser geht, aber vielleicht bin ich auch einfach zu blöd und es ist so, dass sie es einfach nur für Join machen und das ist für Join genau das Richtige, was sie machen. I don't know. Ich habe gerade in meinem Chat geschrieben, nennt es bei Big Brother bitte nicht Show. Das stimmt, Show ist es nicht wirklich, ne? Da hat derjenige absolut recht, 100%. Ach, Mann. Alles klar, ich sehe gerade, man trifft sich nachher bei unserem Lieblings-YouTuber im Chat. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir sehen uns einfach die Tage wieder, spätestens am Dienstag, weil wir dann eventuell über die Nicht-Show sprechen, ansonsten mit den beiden Interviews. Wir freuen uns natürlich am Mittwochabend auf Prominent getrennt auf die erste Folge. Und ich hörte, wie gesagt, bereits, dass diese erste Folge uns und seinen Lieblings-YouTuber genauso zeigt, wie wir es erwarten. Und das. Nein. Die Frage ist, was erwartest du? Erwartest du ihn geläutert nach dem Promibüßen? Nein. Ja, ich habe doch gedacht, guck mal, ich hab doch schon jeden Teppich ausgelegt. DJ Gänseblümchen, ich sehe ihn da mit seiner Frau Arm in Arm ein bisschen weinen, deswegen, weil er auch wirklich Fehler gemacht hat. Sie auch ein bisschen, sie sagt auch, sie hat Fehler gemacht. Und dann nehmen sie sich in den Arm und dann ist alles gut. Und sie treten gegen die anderen Kandidaten an und man tauscht sich respektvoll aus. Irgend so eine, aber komm. Nee, sie nehmen sich in den Arm widerwillig und sie sagt zu ihm, Mann, bist du aufgedunsen? Ich meine, wenn das der erste Satz ist, dann frage ich mich, wie es da weitergehen soll. Heute im Trailer gesehen, tat mir auch leid, ja. Und das vor allem, weil er ja nun wirklich wenig isst in letzter Zeit. Aber das Ganze ist ja 5 Monate her, die Produktion. Da war die Situation vielleicht noch eine andere, bessere. Man weiß es nicht. In diesem Sinne, vielen Dank, Boris. Dankeschön, dass du dein Osterfest mit uns geteilt hast. Liebe Grüße. Herzlich gerne. Ich wünsche euch einen schönen Abend alle zusammen. Und vielen Dank für das tatsächlich für die lebhafte Beteiligung im Chat. Ich finde es total toll, wenn so viele Menschen gleichzeitig an einer Sache beschäftigt sind und sich austauschen und ein bisschen Spaß haben, genau. Bis zu 400 Menschen waren dabei und wenn ihr alle zum Schluss nochmal ein Herzchen da lasst und vielleicht auch ein Like und wenn ihr mögt, zumindest auch ein Abo, Glocke, damit ihr immer wisst, wann es hier neue Videos gibt, dann freue ich mich wirklich sehr und glaubt mir, ich habe das alles nicht getan, damit das hier passiert. Du bist so schamlos. Ja, du bist so schamlos. Wahnsinn. In diesem Sinne, noch ein schönes Osterfest. Ich lasse diesen Chat noch 2-3 Minuten offen, wenn ihr euch noch austauschen wollt und noch viele Herzchen verteilen wollt. Küsse gehen raus. Danke, Boris. Ich danke dir. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.